Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute Nacht hat es geregnet. Der erste Blick aus dem Hotelfenster auf die Altstadt von La Rochelle lässt aber hoffen, dass uns das Wetter in 2 bis 3 Stunden keinen Streich spielen wird. Bereits ein flüchtiger Wettercheck während des Frühstücks mit Blick auf den alten Hafen zeigt, dass wir zwischen 10 und 11 Uhr bei Sonne wieder starten können. Eine englische Fliegergruppe bereitet ebenfalls ihre Flugzeuge vor. Wir lassen uns Zeit, unterhalten uns ein wenig mit den Briten und gegen 11 Uhr geht's los. Vom Take-off in La Rochelle ist aufgrund der defekten Festplatte leider keine einzige Tonaufnahme erhalten geblieben. Der erste Teil der Küstenlandschaften, die wir nun abfliegen, ist nicht so wahnsinnig interessant. Aber je nordwestlicher wir kommen, umso zerklüfteter und attraktiver wird die Küste. Die Ortsnamen sind allesamt unbekannt, also mir zumindest, und aufgrund der bretonischen Sprache teilweise auch nicht ganz leicht auszusprechen.
Oberhalb der Loire-Mündung bei Saint-Nazaire wird die Landschaft dann interessant. Felsen, Inseln, Halbinseln und jede Menge Buchten und Seen mit eigenen Inseln wechseln sich ab. Ich musste es daheim nachlesen, wie diese Strände heißen. Die Küste an dieser Stelle hier heißt Megalith-Küste. Und noch etwas weiter nördlich heißt sie Cornwall-Küste, bevor sie bei Brest Iroise-Küste heißt. Letztere dürfen wir dann, wegen eines aktiven Beschränkungsgebietes, leider nicht mehr abfliegen. Wir müssen direkten Nordkurs aufnehmen und biegen nach Erreichen der Küste dann nach Osten ab. Thank you.
Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation. We have 8 minutes to our destination Lannion and request leaving frequency. Negative, remain my frequency, report inside of the airfield of Lannion. Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation. Roger, next report, field inside. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, approaching Oscar Lima in Tower 1300 and field is inside. Copy Delta Tango Zulu, control services terminated, Skok 7000 and contact Lannion, approach Lannion, and frequency 118.4, bye. Yes, bye bye, we'll contact Lannion 118.4. Lannion Info, good day and bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu from Lannion Information, good afternoon. Yes, good afternoon, this is Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft, TT, Charlie Tango, POV2, information with Delta Mike Golf, Tango Zulu, BFR from La Rochelle, and current position inbound, Oscar Lima, for landing please, one by one. Wind news 2-9, wind 320 degrees at 7 knots, QNH 1021, and no traffic reported, Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Roger, understand. We'll go northbound from Oscar Lima and next report, downwind runway 29. Copy, report Oscar Lima first, then down left, wind for runway 29. Lannion Airport, Delta Michael Tango Zulu, hello. Tango Zulu from Lannion Information, copy, same information. Delta Michael Tango Zulu, I've copied runway 29 in use. 29 in use, wind 330 degrees at 6 knots and QNH 1021, Tango Zulu. QNH 1021, Delta Michael Tango Zulu. Have you got Mike Zulu inside? Delta Michael Tango Zulu, sir. Copy, so report hand of downwind, left and downwind. Michael Tango Zulu, next report, left downwind to Nana. Delta Mike Zulu, left downwind to Nana right now. Report on final, Mike Zulu. Next report, final to Nana, Delta Mike Zulu. Delta Michael Tango Zulu, downwind to Nana, number one inside. Report hand of downwind, Tango Zulu. Delta Mike Golf Tango Zulu, yes, will report head of downwind to Nana. And Delta Mike Zulu turning phase to Nana. Start the service on final, Mike Zulu. Delta Mike Zulu turning final to Nana. Sir Tango Zulu. Delta Mike Golf Tango Zulu turning base to Nana. Port established on final, Tango Zulu. Delta next, Delta Mike Golf Tango Zulu next report established final. Delta Mike Zulu, the latest wind, 310 degrees at 8 knots and coming back with vacated via November. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, will vacate via November. Delta Mike Golf Tango Zulu, final to Nana. Report short final, Tango Zulu. Delta Mike Golf Tango Zulu will report short final. Delta Mike Golf Tango Zulu, short final to Nana. Runway is vacated, Tango Zulu. Hier in Lannion haben wir nicht ein einziges Flugzeug gesehen. Ziemlich einsam hier. Es ist absolut nichts los. Aber auf meine Anfrage, noch während des Rollens, ob wir tanken können, kommt nach 2 Minuten ein junger Mann aus den Gebäuden und betankt unsere Flugzeuge. Ich kann wieder mit meiner BP-Karte bezahlen. Und so sind wir erst einmal ganz happy.
Wenn wir jetzt noch einen Kaffee bekämen, wäre unsere Wunschliste schon abgearbeitet. Als wir aber das üppige Terminal betreten, begegnet uns dieselbe Einsamkeit wie schon auf dem Apron. Eine sehr großzügige Halle, in der wir drei People uns fast verlieren. Da läuft uns eine scheinbar unbeteiligte Person über den Weg. Ob wir wohl einen Kaffee bekommen könnten, frage ich. Von mir nicht, war die Antwort, aber ich frage mal nach. Und nur 2 Minuten später kommt ein Bediensteter um die Ecke und serviert uns frisch gekochten Kaffee und sogar ein paar Stückchen Kuchen. Großartig. Nach einer ausgiebigen Pause freuen wir uns nun auf den Flug nach Cherbourg. Ganz besonders gespannt sind wir dabei auf die Felseninsel Mont Saint-Michel, eine der ganz großen Sehenswürdigkeiten dieser Gegend.